Yeah, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Yeah, let's just do what we came to do. Just vibe with it, vibe with it, vibe with it. Be cool, just move with the groove. Let's no go. Funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do. Just vibe with it. Unleash the verbal blessing, prolific with herbal lessons. So kick back, chill, relax, and learn a lesson. No 9mm, no heaters, it's with the Wesson. You'll find this rhyme, stay pure without question. This timeless vibe, one time without weapons. And groove through the music in the smooth session. This timeless vibe, one time without weapons. And the beat to me like sap through a tree. You send me the rap happens to set me free. Instantly when the mic touch this MC. Without the mic this MC feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe. Lyrical ecstasy, hearing no less from me. I accept and expect no less than the best. And inject intellect without disrespect. Come on. Hey, be cool, just move with the groove. No funk in here, the beat way too smooth. Let's just do what we came to do. Moin! Jo, heute mal wieder eine Vorstellung, über die ich mich sehr freue. Ihr habt ja schon ein paar Bilder vorab gesehen. Ich vermute mal einfach, den wenigsten wird dieses Messer hier geläufig sein. Das ist vielleicht einerseits eine Sache, wo andere sagen, bah, langweilig, gefällt mir nicht. Einfach, weil sie keinen Bezug zu diesem Messer herstellen können. Oder vielleicht auch, weil man dieses Messer einfach dann auch jetzt schwer beziehen kann. Gibt es eigentlich nur noch so auf dem Zweitmarkt, beziehungsweise muss man gucken, vielleicht findet man das noch in ein paar Shops. Aber ich persönlich freue mich immer tierisch, wenn ich euch ältere Klapper vorstellen kann. Und damit meine ich halt schon moderne Klapper, aber halt in den Anfängen. Und das haben wir hier bei diesem Modell Magna von Kit Carson. Das Modell gab es später auch von der Firma Outdoor Edge zu beziehen, auch unter dem Namen Magna. Einmal in einer Aluminium-Variante wie hier, dann haben wir hier aber noch den Aufdruck Outdoor Edge. Und natürlich mit einer glatten Klinge und dann halt auch halb mit Serrations, wie bei diesem Modell. Und einmal Seitel, einmal Aluminiumgriffbeschalung. Die waren damals preislich auch absolut okay in den Staaten. Das waren gute Tipps, tolle Messer. Jetzt halt schwer zu beziehen und für so ein Modell hier in dieser Aluminium-Variante im neuwertigen Zustand, da legt man schon ein paar Euro hin, wenn man es denn bekommt. Aber trotzdem ist das immer noch ein feiner Deal. Ich habe da einen anständigen Preis für bezahlt, der es mir absolut wert war. Und habe mich tierisch gefreut, als das Messer dann ankam und ich gesehen habe, dass es wirklich in einem neuwertigen Zustand ist. Sowas ist einfach cool, diese alten Klapper in der Hand zu haben. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als der Flo mir sein CRKT Apache rumgeschickt hat. Das fällt so in den gleichen Zeitraum, das Apache. Ist genauso wie dieses Magna hier, Fertigung in Taiwan. Das Magna ist ein bisschen sauberer noch gearbeitet als das Apache, aber auch das Apache war einfach ein geniales Teil. Die machen mich einfach an, diese Teile. Das hier ist ein ausgewachsener, taktischer Klapper, sag ich jetzt mal. Wir haben hier eine Gesamtlänge von ungefähr 23,5 cm. Die Klinge ist nicht ganz 10 cm lang. Fast 10 cm halt mit einer effektiven Schneide von 9 cm. Bei der Klingenstärke haben wir 3,8 mm. Die Klinge selber läuft auf Teflon-Gleitscheiben. Ich werde euch dazu mal ein kleines Bild reinpacken, weil ich das Messer natürlich auch auseinandergenommen habe, gereinigt und neu eingestellt habe. Ja, jetzt dazu mal ein Bild. Ja, und seit ich das gemacht habe, läuft dieses Messer einfach traumhaft. Hat eine ganz, ganz tolle Action. Wunderbar definierter Klingenlauf. So muss ein Reef laufen. Das ist wirklich, wirklich ein Traum. Der Liner Lock macht ganz, ganz sauber dicht. Steht absolut perfekt. Null Klingenspiel, egal in welche Richtung.
Der Liner ist ein bisschen optisch dünn dimensioniert, liegt aber natürlich daran, dass es so wirkt, weil es wirklich ein massives Teil ist. Der Stahlliner ist 1,2 mm dick, noch lieber wären mir 1,5 oder 2 gewesen. Allerdings wäre das Messer dann noch schwerer gewesen und das wiegt jetzt schon knapp 185 Gramm. Es hat wirklich eine Menge Material, lange Klinge mit fast 4 mm, langer Aluminiumgriff. Und dann haben wir noch einen Edelstahl-Clip, da kommen wir gleich noch drauf, gehen wir gleich noch drauf ein. Auf beiden Seiten dann halt Edelstahl-Liner und noch ein Aluminium-Backspacer. Ja, von daher ist das okay, dass die den Liner so gehalten haben und nicht noch dicker gemacht haben, weil sonst wären wir wahrscheinlich bei 200 Gramm. Wir haben einen Hohlschliff. Und dieser Hohlschliff wurde mit einem einseitigen Anschliff gefertigt. Eine schön dicke Phase. Wie gesagt, das Messer ist absolut neuwertig. Noch der Originalschliff. Die Zähne, die Serrations, die beißen wunderbar. Ich bin einmal kurz durch ein Seil durch, um es auszuprobieren. Die sind halt noch richtig schön scharf. Und auch die Werkschärfe hier beim Originalanschliff hat mir gut gefallen. Wie gesagt, Hohlschliff. Klinge wurde matt gestrahlt. Auf der anderen Seite haben wir den Aufdruck Taiwan-Fertigung und AOS-8-Stahl. Hier dann auch mal gleich ein Blick auf die Daumenpins, die gut funktionieren. Die lassen sich mit einer Torx-Schraube auch beide entfernen. Überhaupt haben die Schrauben eine großartige Qualität. Das Messer ließ sich wunderbar leicht auseinanderbauen und das ganze Machining, die ganze Maschinenarbeit, dieses Werk einer CNC-Maschine ist halt hoch beeindruckend, ganz, ganz sauber gearbeitet alles, wunderbar angepasst. Wie man hier sieht, die Schrauben gehen von der Eingriffhälfte komplett durch den Backspacer und in die andere Griffschale rein. Gefällt mir sehr gut. Sowas mag ich einfach. Ich habe immer das Gefühl, das gibt eine bessere Stabilität, wenn es nicht auf beiden Seiten einzeln verschraubt ist, sondern nur eine Schraube. Gefällt mir echt gut. Richtig cool finde ich, wie sie den Clip eingelassen haben, dass sie hier die eine Griffschale wunderbar ausgefräst haben. Alles super weich. Fühlt sich super an, sieht toll aus. Und der Griff liegt dadurch mehr oder weniger fast plan, lässt sich trotzdem gut einstecken, hat die richtige Spannung, sitzt total fest und lässt sich, weil es ein bisschen höher noch steht, immer noch gut in die Hosentasche einklippen. Aber man hat dadurch natürlich eine superbe Handlage, richtig gut gelungen. Richtig gut gelungen, sieht man auch nicht oft so eine Lösung, dass der Clip da nicht weit raussteht. Sehr, sehr cool. Was mir nicht ganz so gut gefällt, eher optisch, ist die Daumenrampe. Aber fangen wir mit was Positivem an. Die funktioniert sehr gut, gibt guten Grip. So wie es der Hersteller sich, Kit Carson halt, legendärer Messermacher, auch zu ihm werde ich euch mal eine kleine Infobox bzw. Seite verlinken. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Der hat sich bei dem Messer schon was gedacht, weil wir hier unten ebenfalls ein Jimping noch haben, dass das Teil einfach sicher in der Hand liegen soll in der Benutzung. Ist auch wirklich ein Messer in der Länge, in der Größe, in dem Umfang, wo es vielleicht gedacht ist oder so, dass es für Wachschutz, Sicherheitskräfte, Polizei etc. überhaupt vielleicht auch Leute, die in ihrem Beruf viel dadurch Handschuhe noch tragen. Ich denke, dafür ist das ausgelegt, gibt einen exzellenten Grip. Ich persönlich hätte es natürlich lieber ohne gehabt. Dieses Modell ohne das Jimping mit einer Plain Edge, das wäre schon sehr cool. Aber gut, es ist wie es ist und auch dieses Modell macht mir viel, viel Freude, gar keine Frage. Ist einfach für mich immer eine große Freude, solche Modelle mal in die Hand zu bekommen. Das kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Wenn dann die Fertigung noch so ausgesprochen hoch ist, dann bin ich doch sehr, sehr, sehr beeindruckt. Da können auch andere Hersteller heutzutage schwer mithalten, also ernsthaft.
Das Messer hier müsste zwischen 15 bis 20 Jahre auf dem Buckel haben. Das muss so die Jahrtausendwende in etwa gewesen sein, wo man das beziehen konnte. Bin ich sehr, sehr beeindruckt. Also bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Nicht umsonst gilt Taiwan ja ganz, ganz, ganz klar als einer der besten Herstellungsländer für Taschenmesser in der Fertigung. Das haben sie mit dem Modell auch absolut bewiesen. Der Klingstand ist sehr, sehr gut. Sieht natürlich immer ein bisschen komisch aus, weil wir einen einseitigen Anschliff haben. Aber der ist schon sehr, sehr mittig. Detent greift ganz, ganz sauber. Hält die Klinge ganz, ganz sicher. Wie ich schon sagte, die Action ist einfach ein Traum. Da musst du nur einen leichten Impuls mitgeben. Das läuft so, so weich und seidig. Einfach nur nice. Einfach nur nice. Also in das Modell habe ich mich selbst auch schwer verliebt. Wird mich allerdings verlassen. Ist nämlich ein Geschenk für ein Messerbuddy. Ja. Das fällt mir nicht leicht, das Teil aus der Hand zu geben, aber ich denke, es wird in Hände kommen, bei denen es gut aufgehoben ist. Ja. Und ansonsten mehr oder weniger war es das dann auch. Ja, Messer aus einer anderen Zeit, aber immer einen Blick wert. Und ja, wer selber solche Modelle noch hat oder so, der soll sich mal aufraffen, sich seine Kamera schnappen und mal ein Video drüber machen und mir bitte hier als Link schicken. Lieb ich einfach, mir sowas anzuschauen. Großartiges, großartiges Messer. Fällt mir wirklich, wirklich gut. Gut, aber bevor ich mich hier weiter in Lobhudeleien und Wiederholung verheddere, ja, war es das dann auch von mir. Das Modell Magna von Kit Carson, wirklich, wirklich ein fantastisches Teil. Alles klar, bleibt gesund, Peace. Ich bin raus.